Wir werden wieder im organisatorischen Overkill enden, wenn wir jedes Mal, wenn eine BioNTech-Impfung notwendig ist, entweder schnell 5 weitere Impflinge organisieren, die Impfung verschieben, oder 5 Impfdosen wegschmeißen müssen. Es sind polarisierende Worte der stellvertretenden Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes Nicola Buhlinger-Göpfert. Diese befürchtet laut Spiegel einen erheblichen Aufwand in Arztpraxen bei der Impfung gegen das Coronavirus. Mit Blick auf den am 1. September von der EU-Kommission zugelassenen weiterentwickelten Impfstoff von BioNTech Pfizer sagte Buhlinger-Göpfert dem Portal, es sei ärgerlich, dass es das Vakzin nicht als Einzeldosis gebe. Der Impfstoff wird dem Bericht zufolge in Fläschchen ausgeliefert, die 6 Dosen enthalten. Der Spiegel erfuhr von BioNTech, dass derzeit Vorbereitungen liefen, auch Einzeldosen des angepassten Impfstoffs auf den Markt zu bringen. Wann diese in Deutschland verfügbar sein könnten, stehe aber noch nicht fest.